herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein Video zum Thema Big Shot. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich meine Big Shot bekommen habe, war das für mich einfach nur wow und oh Gott, wie geht das überhaupt? Und das möchte ich euch im Video einfach ein bisschen erklären. Ich erkläre euch, was es für Auflagen gibt, wie man dieses, man sagt Sandwich dazu, wie man das aufbaut, wenn man stanzt oder prägt. Ich zeige euch aber auch, wie man die Big Shot zusammenbaut, wenn ihr die bekommt ganz neu, was es alles gibt dazu und was alles so dabei ist. Und wir machen also einmal eine Stanzung und einmal eine Prägung. Okay, dann legen wir jetzt einfach mal los. Wenn ihr eure Big Shot ausgepackt habt, habt ihr einige Materialien in eurem Paket, in eurem großen Karton. Einmal natürlich die Big Shot, so wie sie da steht. Dann ein paar kleine Einzelteile. Ihr müsst nämlich die Kurbel anbauen. Ist gar nicht so schlimm, kriegen wir locker hin. Und dann habt ihr noch zwei Acrylplatten, die sehen so aus. Und zwei Platten, das sind die Grundplatten. Genau, eine dünne Platte, ganz dünn, und eine dickere Platte. Diese beiden Platten brauchen wir zum Stanzen und zum Prägen. Genau, und wir bauen jetzt als erstes die Big Shot zusammen. Wenn ihr die bekommt, habt ihr hier am Rand so einen Stöpsel drauf, sage ich jetzt mal. Den macht ihr einfach runter. Ihr könntet aber auch theoretisch mit dem schon kurbeln. Also wenn ihr jetzt die Platten einlegt, könntet ihr hier schon durchkurbeln. Aber das ist natürlich umständlich, deswegen bauen wir die Kurbel hin. Und dafür nehmen wir einfach diese Schutzkappe ab. Dann haben wir hier eine kleine Schraube mit der Mutter, die Kurbel. Die Kurbel stecken wir einmal so drauf und dann schrauben wir die hier mit der Schraube zusammen. Und ich schraube es immer so weit rein, wie es geht mit den Händen und danach haben wir extra hier so ein tolles Gerät, wie auch immer man das nennt, und können das dann noch fest anziehen damit. So, und wenn es dann fest angezogen ist, gibt es hier noch so einen kleinen Gummipad, den kann man einfach oben drüber nehmen. Dann hat man hier eine schöne Abdeckung auf der Kurbel drauf und ihr seht, das funktioniert schon. Wir legen jetzt gleich mal die Platten rein und gucken, ob es dann auch noch funktioniert. Ja, also ihr seht, kurbelt einwandfrei. Diese beiden Teile könnt ihr euch einfach noch aufheben. Okay, und dann ist eure Big Shot schon einsatzbereit. Bevor wir jetzt kurz stanzen und prägen, zeige ich euch schnell den Zubehör, den es dazu gibt. Als Zubehör gibt es als erstes und als wirklich, finde ich persönlich, wichtiges Tool ist diese Bürste mit dieser, Schaumstoffmatte, wo man sich ganz feine Teile, die man ausgestanzt hat, ausbürsteln kann. Wenn man zum Beispiel diese Schmetterlinge ausstanzt, kann man die da drauflegen und dann mit der Bürste diese feinen Teile super ausbürsten. Genau, also ich finde die sehr praktisch und ich benutze die auch wirklich viel. Dann gibt es dazu Klebeblätter. Die sind auch für ganz feine Stanzelemente. Wenn man die flächig aufkleben will, sind die wirklich super. Die kann man sich vorher auf den Farbkarton aufkleben und kann das dann zusammen ausstanzen und hat dann Kleber auf der ganzen ausgestanzten Fläche. So Mehrzweckblätter nennen die sich, Mehrzweckklebeblätter. Dann gibt es eine neue Matte oder also relativ neu. Das ist eine sogenannte Prägeunterlage. Die eignet sich auch für alle Formen und man kann damit Karten prägen, obwohl man Stanzformen verwendet. Genau, und das sind eben drei so Matten, eine dickere Plastikmatte und zwei so feinere Matten in verschiedenen Stärken. Damit kann man eben mit Stanzformen auch prägen. Und dann gibt es noch eine Matte, die schaut jetzt bei mir schon ein bisschen mitgenommen aus. Und zwar ist das die Präzisionsplatte. Also die sieht ja mit der Zeit einfach, wenn man damit arbeitet, so aus. Und mit der arbeite ich immer, wenn ich Teile ausstanzen möchte, die auch ganz filigran und fein sind. Wie zum Beispiel die Schmetterlinge, weil man da einfach ja, noch ein bisschen besseres Stanzergebnis bekommt.
Und die verwendet man dann eben auch mit den Grundplatten. Ihr könnt euch auf als Ersatz auch nochmal die Grundplatten bestellen, wenn die mal später ein bisschen ausschauen. Ich zeige euch jetzt mal meine, also die sind neu, fast neu. Meine Mama hat schon was draufgeschrieben, aber ich zeige euch jetzt mal meine alten. Die schauen schon ein bisschen mitgenommen aus, aber die könnte ich mir zum Beispiel auch nachbestellen. Die gibt es eben dann im Doppelpack. Dann gibt es auch die Acrylplatten nochmal zum Nachbestellen, weil die mit der Zeit auch ein bisschen ausschauen. Das zeige ich euch jetzt anhand von meinen aktuellen Platten gerade. Also ihr seht hier eine Platte, die ist schon ein bisschen mitgenommen. Das sieht dann mit der Zeit noch viel schlimmer aus, aber die funktioniert super. Und ich mache es immer so, dass ich mir die eine Sorte immer unten reinlege, diese eine Grundplatte, und immer alles so rumstanze, dass mir diese Stanzfläche auf diese untere Acrylplatte geht. Und meine obere Platte ist dann immer noch eine schönere Platte. Ihr seht, die ist überhaupt nicht so verkratzt. Da sieht man nur leichte Abdrücke. Und wenn dann meine untere Platte so weit ausschaut, dass ich sie nicht mehr verwenden kann, dann schmeiße ich die weg und nehme meine obere Platte dann als untere Platte und nehme nur eine neue Platte oben drauf. So als kleinen Spartipp nebenbei. Genau, also so wird es irgendwann mit der Zeit, kann auch noch viel schlimmer ausschauen. Also die schaut noch sehr gut aus eigentlich. Aber wundert euch dann nicht, das ist ganz normal. Und auch wenn ihr das durchkurbelt und das manchmal so richtig knackt, das macht auch nichts. Also solange die Auflagen richtig drauf liegen und ihr alles richtig aufgebaut habt, kann es schon sein, dass es knackt. Aber das ist dann gar kein Problem, das macht auch nichts. Das ist ganz normal. Und dann gibt es als Zubehör noch die magnetische Platte. Ihr seht die hier unten im Katalog. Die habe ich aber persönlich nicht oder noch nicht. Vielleicht lege ich mir die irgendwann zu, aber bis jetzt ging es eigentlich auch ohne, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Die kann man eben nutzen, dass die Magnetteile, also die Stanzformen, automatisch auf der Platte bleiben. Aber wenn ich jetzt was Feines habe, dann klebe ich mir das einfach mit einem Post-it an und dann kann ich mir das genauso durchkurbeln. Also kann man haben, aber es ist kein Teil, wo man unbedingt haben muss. Und um überhaupt was ausstanzen zu können, brauchen wir natürlich auch Stanzformen. Ich habe jetzt hier mal drei verschiedene. Einmal die Sinlets, die Edgelets und die Framelets und erkläre ich kurz den Unterschied. Die Sinlets, das sind ganz feine Elemente, die man sich ausstanzen kann. Kleine, detailreiche Objekte oder Sprüche, also wirklich sehr feine Sachen. Oder wie hier im Beispiel die Schneeflocken, die sind natürlich auch sehr zart und fein. Dann gibt es die Edgelets, das sind Formen, wo man meistens so Papierkanten noch hat, also wo man an Papier quasi so einen Rahmen nach oben machen kann oder so eine Form nach oben oder so Anhänger machen kann auch. Und dann gibt es noch die Framelets, das ist ja eigentlich ein Rahmen, zum Beispiel wie hier die bestickten Rahmen oder auch Buchstaben in groß, also oder zum Beispiel, wenn man was aufgestempelt hat und das ausstanzt, das sind meistens auch Framelets, die da dazu passen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier die Framelets tierisch süß. Da seht ihr, man kann da einen Löwen zum Beispiel aufstempeln und kann den dann damit ausstanzen. Genau. Aber vom Prinzip verwenden wir die alle drei gleich. Also das macht keinen Unterschied. Aber die Begriffe sind vielleicht mal ganz gut, wenn man die gehört hat. Genau. Und übrigens, ich habe euch schon mal ein Tippvideo aufgenommen, wie ich meine Framelets und Sinlets und so weiter aufbewahre mit diesen Magnetplatten. Das kann ich euch rechts oben einblenden. Dann könnt ihr mal gucken, wenn ihr da Interesse habt, ob ihr das vielleicht auch so machen möchtet. Und dann natürlich brauchen wir auch noch, wenn wir prägen wollen, Prägefolder. Und da gibt es jetzt auch verschiedene. Einmal diese tiefen Prägungen, die sind ein bisschen dicker wie die normalen Prägefolder. Ich denke, das sieht man ganz gut. Und wenn man diese tiefen Prägefolder noch, wenn man das Papier noch mit Wasser anspritzt, ganz leicht, dann prägen die noch ein bisschen tiefer als sowieso schon. Und dann noch die normalen Prägefolder, die machen auch einen richtig schönen Abdruck. Genau, und eben in verschiedenen Größen, also in 6x6 oder im normalen Kartenformat gibt es natürlich beide. Und jetzt stanzen wir uns einfach mal alles aus, was ich euch vorher gezeigt habe. Also einmal ganz feine Formen, die Sinlets, dann ein Framelet, das ist so ein Rahmen quasi, und ein Edgelet. Das heißt, wir machen uns so einen Anhänger mit so einer Umrahmung um mein Papier. Machen wir gleich zusammen. Bevor ich das aber mache, möchte ich euch noch die Klebefolien zeigen. Das heißt, wenn ich die Schmetterlinge jetzt ausstanze, möchte ich, dass die dann auch gleich kleben. Und deswegen klebe ich mir diese Klebematte hier unten drauf. Dann haben wir nachher eine komplett flächige Klebefläche für unsere Schmetterlinge.
Okay, und dazu muss ich einfach nur dieses Papier hier abziehen. Und zwar dieses beschriebene Papier. Ich brauche jetzt auch noch ein bisschen Platz. Und Achtung, also das klebt wirklich sehr gut. Das heißt, wenn ich mir das jetzt abgezogen habe, versuche ich da nicht mehr reinzulangen mit den Händen, weil es wirklich gut klebt. Und versuche mein Papier da gut drauf zu positionieren. Naja, es wird jetzt nicht ganz gerade, aber... Also ich klebe mir das hier hinten schön drauf. Und meinen Rand, den schneide ich jetzt mit der Schere schnell weg, weil sonst klebt mir die ganze Acrylplatte. Wenn ihr das noch besser positionieren könnt, dann ist das natürlich super. Ich habe mir jetzt gedacht, wir werden die Schmetterlinge mit der Präzisionsplatte auskurbeln gleich zusammen, weil da ist erstens hinten der Kleber drauf und zweitens sind es ganz feine Teile. Ihr könnt es natürlich auch mit der gleichen Auflage machen, wie wir jetzt machen, aber dann empfehle ich euch, dass ihr euch die Schmetterlinge öfter durchkurbelt. Also nicht nur einmal vor und zurück, sondern schon vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. 3-4 Mal, je nachdem. Jede Big Shot ist ein bisschen anders von der Stärke, wo es drückt, also von dieser Kraft, die auf die Platten einwirkt und auf die Stanzformen. Manchmal muss man öfter kurbeln und manche sind fester, da muss man nicht so oft kurbeln. Und als normale Stanzauflage haben wir einmal die Grundplatte, das ist diese dickere und diese dünnere Auflage. Und dann lege ich mir eine Acrylplatte drüber. Das mache ich eben immer mit der, die eh schon ein bisschen zerschnitten ist. Die bleibt bei mir immer unten. Und darauf kommt jetzt mein Papier und mein Stanzelement. Ich kurbel mir jetzt gleich die Edgelets und die Framelets-Form auf einmal durch. Und als Tipp, diese Schneidefläche, die da auf diesen Stanzformen immer drauf ist, die muss nach unten zeigen. Also die zeigt bei mir immer nach unten. Ich hoffe, ihr seht die überhaupt gut. So eine ganz kleine Schneidefläche ist das. Und so geht mir erstmal nur meine untere Acrylplatte kaputt, beziehungsweise hat dann diese Schnitte drinnen und die obere hält mir länger. Genau. Und dann noch was, wenn ich jetzt möchte, dass mir das nicht verrutscht und ich keine metallische Platte habe, klebe ich mir da einfach ein Post-it drüber, dann hebt es auch gut. Und dann lege ich mir die zweite Acrylplatte drüber und kurbel mir das einmal durch. Ich lege mir das jetzt in die Mitte, dass ihr das seht. Manchmal knackt es so leicht, das habt ihr gehört, das macht aber gar nichts, es knackt auch manchmal lauter, aber das ist ganz normal. Und dann kann ich mir meine Teile schon mal rausnehmen. Ich habe jetzt hier mein Etikett, das ganz hübsch aussieht. Und hier habe ich meine Art Lesezeichen oder Anhänger für Geschenke mit dem Edgelet gestaltet. Als nächstes stanzen wir uns die Schmetterlinge aus und dafür verwende ich jetzt die Präzisionsplatte. Und da ist der Aufbau so, dass ich unten die Grundplatte habe mit beiden Auflagen, die dicke und die dünne. Und dann kommt da drauf meine Präzisionsplatte, das ist diese schwarze Platte. Die drehe ich so hoch, dass die schwarze Fläche nach oben schaut. Dann kommt mein Stanzelementteil drauf, also mein Papier. Und dann kommt eine Acrylplatte drüber. Das heißt, die Präzisionsplatte, die ersetzt mir eine Acrylplatte. Ich brauche da nur eine Acrylplatte. Und dann kurbel ich mir das einmal durch. Und ihr werdet schon merken, das geht schwieriger. Also da müsst ihr schon ein bisschen mehr draufdrücken. Aber das stanzt es auch dann richtig schön aus. Ich kurbel jetzt einmal vor und einmal zurück. Die Schmetterlinge raus. Ich stelle mir die Big Shot mal nochmal kurz auf die Seite, dass wir hier mehr Platz haben. Und dann verwende ich gleich eben dieses andere Tool, das ich euch vorher schon gezeigt habe, die Bürste, jetzt fällt mir das Wort ein, und diese kleine Matte und da gehe ich einfach so drüber. Und roll mir da meine ganzen Teile aus. Okay, und ihr seht schon, das löst sich dann ganz gut aus der Form.
Und ihr habt immer noch ein paar Stellen, die ihr trotzdem noch nach pieksen müsst sozusagen. Dann nehme ich mir einfach eine Nadel und piekse mir die restlichen Dinge aus. Aber es sind echt nicht viele. Ein paar kleben da ein bisschen drüber, weil wir ja hinten die Klebefläche drauf haben. Aber ihr seht, das ist super ausgestanzt. Und wenn ich mir jetzt eben dieses ganze Projekt auf eine Karte aufkleben möchte, die ganzen Schmetterlinge, kann ich das einfach hier hinten so abziehen. Und kann mir jetzt die Schmetterlinge einfach perfekt auf die Karte aufkleben und muss dann nicht mehr mit Kleber rumhantieren und kämpfen. Also das ist wirklich total cool. Mit den Klebeblättern habt ihr das perfekt aufgestanzt und aufgeklebt. Als nächstes werden wir prägen, und zwar mit einer ganz normalen Prägeform. Dafür ist der Aufbau so, dass wir einmal die dicke Grundplatte haben. Die dünne Grundplatte nehmen wir weg, die brauchen wir jetzt nicht. Dann legen wir uns eine Acrylplatte auf. Dann nehmen wir unsere Prägefolder, klappen die auf und legen unser Papier rein, klappen sie wieder zu. Legen sie rein und legen noch eine Acrylplatte drüber. Und dann kurbeln wir uns das einmal durch unsere Big Shot. Eigentlich ist es sinnvoll, die Hand immer hier oben hin zu tun, dass man die ja nicht irgendwo reinkriegt. Also immer an die grauen Teile kommen die Hände, sage ich immer bei meinen Workshops. Also die graue Kurbel und hier oben. Okay, und jetzt packen wir das Ganze aus und haben hier eine wunderschöne geprägte Fläche, die man natürlich mit beiden Seiten verwenden kann. Man muss sich eben nur entscheiden, was einem besser gefällt. Also wirklich toll. Und jetzt prägen wir noch die Tiefenprägeform. Die seht ihr schon, die ist ein bisschen dicker. Ich habe das Papier jetzt schon reingemacht. Und um die Tiefenprägeform zu verwenden, ist der Aufbau so, dass ich einmal die dicke Grundplatte habe und dann nur noch eine Acrylplatte brauche. Also ich brauche da nicht mehr diese zweite Grundplatte, und auch nicht die zweite Acrylplatte, sondern eben nur eine. Und kann mir das jetzt einmal so durchkurbeln. Und dann seht ihr das Ergebnis. Ich hoffe, das kommt in der Kamera auch so rüber. Das ist wieder wirklich cool. Und dann kann man aber diese Tiefenprägung noch ein bisschen tiefer machen, indem man Wasser aufs Projekt spritzt. Und zwar zu 2 Sprüher ungefähr. Ich habe das jetzt schon gemacht. Und dann lege ich das hier ein und kurbel mir das einmal mit diesem feuchten Papier durch, dann ist die Tiefenprägung noch ein bisschen stärker. Da ist auch der Aufbau der gleiche, also nur die dicke Grundplatte und eine Acrylplatte. Und jetzt zeige ich euch das mal zum Unterschied. Also man sieht, es ist ein bisschen tiefer geprägt. Genau. Das war es eigentlich schon zum Thema Prägen. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten, und zwar mit Stanzformen prägen, und das zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Und als nächstes möchte ich mir die Stanzform, die wir gerade ausgestanzt haben, als Prägeform auf mein Papier bringen. Das heißt, ich möchte das nicht ausstanzen, sondern prägen. Und da ist der Aufbau jetzt so, dass ich unten die dicke Grundplatte habe, darüber kommt eine Acrylplatte, darüber kommt mein Stanzteil mit den Schnittkanten aber nach oben, darauf kommt mein Papier. Darüber meine blaue Matte, diese ganz dünne. Und darüber die weiße Platte und dann kurbel ich mir das einmal durch. Und es geht jetzt wirklich total leicht. Und dadurch wird meine Prägeform... Oh, ich ist leider ein bisschen verrutscht, entschuldigt. Aber ich glaube, das sieht man trotzdem ganz gut. Schaut auch gut aus. Dadurch wird diese Stanzform, die ja eigentlich nicht zum Prägen geeignet ist, aber mit diesen Matten wird die auf mein Projekt geprägt. Ist eigentlich ganz cool
Und wenn man jetzt hier einen Schmetterling noch drüber macht, hat man echt auch einen ganz coolen Effekt und kann seine Stanzformen somit auch als Prägefolder nutzen. Und dann gibt es noch eine Variante. Da ist auch so, dass die Grundplatte unten die dicke ist, dann eine Acrylplatte, wieder die Stanzform draufgelegt mit der Schnittkante nach oben, darüber mein Papier. Ist jetzt auch nicht ganz passt, aber es ist ja nur ein Beispiel. Und da kommt jetzt diese graue Platte drauf und darüber noch die weiße. Dann wird es einmal durchgekurbelt. Und jetzt gucken wir mal, wie das ausschaut. Und zwar, das sieht man jetzt ganz gut, diese Punkte, die eigentlich ja nicht sichtbar sind, wenn wir das stanzen, die sind normalerweise zum Durchdrücken, die werden hier auch drauf geprägt. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also diese Punkte an den großen Schmetterlingen sieht man es ganz gut. Also ich finde, das ist einfach etwas tiefere Prägeform ist und man sieht, diese Punkte, die werden auch mit drauf geprägt. Und das ist jetzt beim Schmetterling total schön. Also das haben wir jetzt hier nicht, bei dieser leichteren Prägung mit der Stanzform haben wir die Punkte hier nicht und hier haben wir sie eben. Genau. Und es macht sich eben ganz gut, ist nochmal ein anderer Effekt. Und da seht ihr mal den Unterschied. Und als letztes wollte ich euch noch den Aufbau zur Magnetplatte sagen. Den kann ich euch ja jetzt nicht zeigen, weil ich die Magnetplatte nicht habe. Aber es ist im Katalog auch beschrieben. Die Magnetplatte verwendet ihr so, dass ihr einfach unten eure Magnetplatte reinmacht, dann eine Acrylplatte, dann das Papier, das ihr stanzen wollt, dann das Stanzteil mit der Schnittkante nach unten und darüber dann einfach nochmal eine Acrylplatte und so kurbelt ihr euch das Sandwich dann durch. Genau, also wenn ihr die Magnetplatte habt, dann müsst ihr das so aufbauen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles gesagt, was ihr zum Thema Stanzen, Prägen und Big Shot wissen müsst. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch geholfen und weitergebracht. Mit spezielleren Stanzformen kann man auch Holz oder Filz oder Stoffe stanzen. Und genau, aber da kann ich euch nicht viel dazu sagen, das habe ich selber noch nicht gemacht. Ich arbeite eigentlich nur mit Papier und finde das einfach total toll. Also ich finde, das ist eine richtige Bereicherung. Vor der Big Shot das Basteln und danach, also man möchte sie eigentlich nicht mehr missen. Also ich zumindest möchte sie nicht mehr missen. Genau, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Stanzen und Prägen mit eurer tollen Big Shot und einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und klickt dabei diese Glocke an, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!